Ja, Sie sind am Kanal Media Groove, wissen es wahrscheinlich eh, weil irgendwo müssen Sie da hingekommen sein. Das ist der rote Stuhl. Ich sitze drauf. Mein Name ist Thomas Maurer. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Media Groove bei einer neuen Folge von Auf dem roten Stuhl mit einem weiteren Kapazunder der österreichischen Kabarettszene. Es freut mich sehr, dass du da bist. Thomas Maurer, servus. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Jo, Vormittag ist ja nicht viel los. Vormittag ist ja schon mal gut. Thomas, es gibt im Out of the Dark, in deinem ehemaligen Programm, einen spannenden Satz. Da sagst du so, früher war das Freiberufliche, das Künstlerdasein wirklich nur eine Risikogeschichte, weil sozusagen damals hat es die Sicherheit im Job noch gegeben. Ja, und heute hat das jeder Postler. Genau. Ja, genau. Finde ich ein spannendes Thema eigentlich. Wenn du dich in die Zeit von damals versetzt, wie sind denn die Unterschiede zu heute? Ich meine, du bist jetzt 88, war so dein... War mein Premier, ja. Genau. Fast 30 Jahre jetzt bald auf der Bühne, ne? Ja, dauert nicht mehr lang. Naja, natürlich hat sich da einiges verändert. Also das weiß man eh, die gute alte Welt von damals, die man damals nicht als gute alte Welt empfunden hätte, wo du halt, ja, was sowas wie Lebensanstellungen als Konzept noch gab. Also wenn du dich eher für ein spießiges Leben entschieden hast, dann hast du es eigentlich mit 18 schon entscheiden können, dass du eher ein ruhiges Leben führen willst, wo du alle 2-3 Jahre eine kleine Gehaltserhöhung kriegst und dann irgendwann einmal mit einem Häuschen in die Pension gehst. Das Gefühl gibt es halt nicht mehr. Das war natürlich vielleicht aber gleichzeitig auch ermutigend für Leute, die es abseits dessen versucht haben, weil man dieses Grundgefühl gehabt hat, irgendwie wird sich das schon ausgehen und man alle Strick reißen, gehe halt wieder normal arbeiten und so. Und ich hab einen Sohn, der ungefähr so alt ist, wie ich damals angefangen habe. Und der ist jetzt nicht irgendwie verdrossen und verzweifelt, aber diese Selbstverständlichkeit, dass das eh schon irgendwie sich ausgewirkt, was man anreißt, mit der ist er nicht mehr ausgestattet. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es heute nicht mehr. Und wenn du jetzt zum Beispiel deinen Sohn ansprichst, wenn der jetzt angenommen in die Richtung gehen wollte, in die künstlerische Geschichte, als einer selber, der den Gedanken oder die Vision vertritt seit Jahrzehnten, würdest du da schwer tun, wenn er jetzt sagt, ich möchte auch in die Richtung, weil es eben natürlich nicht leicht ist, die Branche. Ja, aber es ist eh keine Branche leicht. Ja. Also vor ein paar Jahren hätte man noch gedacht, weiß ich nicht, IT-Spezialist ist eine sichere Geschichte und mittlerweile gibt es einfach Computerprogramme, die Computer programmieren. Und das wird nicht weniger werden. Also was jetzt genau noch sicher bleibt, weiß niemand. Es weiß auch niemand, wie in 30, 40 Jahren überhaupt die Arbeitswelt ausschaut, weil wenn es mit der Automatisierung so weitergeht, wären wir eigentlich nah an der Marx'schen Vision, wo jeder einen Tag Fischen, am anderen Tag Gärtnern und sonst was er gern macht, weil ja eigentlich alles, was man braucht, hergestellt werden kann von Maschinen. Nur wenn gleichzeitig das Wirtschaftssystem ein kapitalistisches bleibt, dann wird sich das nicht ausgehen. Mhm. Weil irgendwann einmal, dann konzentriert sich alles in der Hand von ein paar Konzernen, aber auch die werden dann irgendwann feststellen, dass sie ohne Konsumenten nicht weiterkommen, ja. Weil man den, irgendjemanden muss man den Scheißdrecker verkaufen. Und wie das gelöst wird, weiß noch niemand. Das weiß kein Mensch. Ja. Ne? Weißt du, du hast scheinbar ja von Anfang an die Vision verfolgt. Ne? Also, nein, ich bin eigentlich zufällig reingestolpert, allerdings recht früh. 88, ne? Ja, also nein, ein bisschen davor noch, also ich bin, das muss ich 16 oder so gewesen sein, da, nachdem ich das dritte Mal durch die 50 geflogen bin, hatte ich eine Umorientierungsphase in meinem Leben und ich habe dann später Buchhändlerlehre begonnen und fertig gemacht und da hab, ein halbes Jahr war ich dazwischen, bis ich das gefunden habe, da habe ich eigentlich nichts gemacht, gezeichnet habe ich viel, wollte eigentlich Grafiker werden. Mhm. Und ich habe mich aus einer Sauflaune heraus bei diesem Nachwuchsbewerb in Niedermayr gemeldet, beim Sprungbrett, ohne mir da vorher irgendwas dabei zu denken. Also das war einfach, das gibt es, würde ich mir auch so. Und
Und aus dem ist dann irgendwie dann der Beruf, weil ich war dann zweimal bei diesen Bewerben und die haben mich eigentlich, ich kann mich erinnern, mehr, oder speziell der E-Stangl, hat mir richtig in den Arsch getreten, was ich weitermachen soll und haben mich dann eigentlich mit einem Vertrag dazu erpresst, das erste Programm zu schreiben, wofür okay. ich heute noch sehr dankbar bin. Und der Ehrgeiz, das durchzuziehen, ist dann eigentlich, ich meine, erstens wollte ich dieses erste Programm, dass das halt kein Schaß wird, weil da stehe ich dann oben und das sehen dann Leute, die ich kenne, und geniere mit. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Das war auch eine dankbare Zeit. Also das Kabarettpublikum war sehr viel kleiner, aber wahrscheinlich interessierter an neuen Dingen. Also es gab so diese ganz großen Namen noch nicht. Es gab auch so Standarde wie den Lukas Refetaritz Show und den Erwin Steinhauer damals. Und der Andi Witasek war bereits jemand, der halt wirklich größere Häuser gefüllt hat. Aber das waren halt auch, das war dann halt die Kulisse mit 200 Leuten oder so. Und da bin ich irgendwie eingeraten in eine, da war so eine Aufbruchstimmung, der Hader hat gerade angefangen, noch nicht, also der hat schon länger gespielt, aber hat gerade angefangen, der Hader zu sein und es sind relativ viele neue Leute auf einmal aufgekommen und das war so ein bisschen eine Welle, die mich mitgetragen hat. Heute ist es sicher schwerer, weswegen ich jetzt nicht abraten würde davon, es zu probieren. Aber so wie es mir passiert ist, dass ich einstolper und dann eigentlich zu meiner eigenen Verblüffung davon leben kann, das wird kaum noch passieren. Es ging ja eigentlich relativ schnell. Klingt so, als hätte es nie so eine Phase gegeben, der Aufbauarbeit, wo es wirklich, wo man schon daran zweifelt hat, ist vielleicht doch nicht der richtige Weg. Also es scheint wirklich. Na, es gab dazwischen immer wieder Zache-Passagen, aber der Anfang war recht zügig. Also ich sagte, im 8. rausgekommen habe, dann. Nein, auch das Zivildienst gemacht habe, aber ich das so einteilen können, dass ich halt, weiß nicht, ein Dutzend oder mehr Termine in Wien gespielt habe und 7, 8 halt erste Bundesländerauftritte, dass das sozusagen, dass ich ein bisschen präsent geblieben bin mit dem, was ich gemacht habe. Und mit dem zweiten Programm habe ich dann überhaupt gleich den Salzburger Stier gekriegt. Mhm. Das hat auch ein bisschen geholfen beim Tourneefahren. Also das hat da in der Breite nicht geholfen, weil das ist damals noch nicht einmal, obwohl es ein ORF-Preis war und damals ist auch richtig Geld dann reingesteckt worden, dass da bist du in einem guten Hotel in Salzburg untergebracht worden und da sind zig Journalisten auf ORF-Kosten untergebracht worden und gleichzeitig war die Berichterstattung gegen null. Das war auf Ö1 dort, aber es ist noch nicht einmal, ich weiß nicht, in der Zeit im Böder dem Morgenjournal durchgesagt worden, wer diesen ORF-Preis gekriegt hat. Das, auf das ist damals keiner gekommen. Also es war ein Preis, der geholfen hat, weil dann alle Veranstalter schon mal gehört haben, dass die gibt. Ja. Also wenn du dich dann rührst, sag ich nicht wer, sondern ja, unbezahlbar eigentlich. Und Dings, ja. Also das hat geholfen. Und die ersten paar Jahre, also es war ein Turbostart insofern, dass ich gleich leben konnte, aber ich war ja dann noch, ich habe keine Kinder gehabt und war jung und hatte keine hohen Fixkosten. Aber sagen wir, das Niveau meines Buchhändlerberufs habe ich einkommensmäßig dann schnell erreicht gehabt. Und dann gab es aber zwischendurch Stagnationsphasen und Phasen, wo schlechte Manager dich fast zerstören oder Phasen, wo du dir ein halbes Jahr freigehalten hast für ein großes Fernsehprojekt, das dann platzt und du stellst ein halbes Jahr ohne Einkommen da. Also da schaut man dann ein bisschen deppert aus der Wäsche. Aber das ist ja normales freiberufliches Schicksal. Also das, ja. Sagt es im Nachhinein natürlich leicht, aber ich denke mal, wenn man da sich in die Phase zurückversetzt, das sind natürlich dann schon wirklich harte Phasen, die man vielleicht sonst nicht so kennenlernt in der Art und Weise. Ich glaube, für sowas muss man schon geboren sein, ne? Diese Art des Auf und Abs. Ja, also eine gewisse Zähigkeit und Sturheit braucht man schon. Ja. Ist aber, glaube ich, meiner Meinung nach so eine Grundtyp-Mensch-Frage. Gell? Also ich glaube, da muss man auch dazu geboren sein, dass man den Kitzel überhaupt da. Man braucht den ja eigentlich auch. Ja, man muss auch sicher einen spezifischen Huscher haben, um überhaupt auf eine Bühne zu gehen. Es gibt ja Leute, die würden lieber sterben, als sich für 300 Leute ins Licht stellen. Hat schon seinen Reiz, ne? Ich bin schon so gewohnt, also am Anfang habe ich mir nicht viel dabei gedacht, mittlerweile mache ich schon. Vermutlich ist dieser anfängliche Übermut, der da vielleicht auch ganz wichtig ist, auch ganz, ganz entscheidend, dass man überhaupt sich dafür entscheidet, sowas zu tun. Ja, ja, das war sicher wichtig, weil ich mir eigentlich gedacht habe, das probiere ich aus und
wenn das nicht geht oder wenn es nicht so geht, wie man es vorstellt, dann scheiß drauf, dann mache ich was anderes. Das war so das, das Grundgefühl und es gibt dann natürlich eine gewisse Unbeschwertheit, die es nicht gehabt hätte, wenn ich, weiß ich nicht, seit ich 10 Jahre alt bin, davon geträumt hätte, auf die Bühne zu gehen und so. Wobei es so auch geht. Es gibt sehr gute Leute, die genau so ihren Weg auf die Bühne gefunden haben. So mit diesem fast zwanghaften... Unbedingt wollen und so lange probieren, bis es irgendwie geht, ja. Funktioniert das trotzdem dann auch? Weil ich finde ja immer, ist eine Typsache, ja. Wenn man sowas so fast mit Gewalt an sich heranziehen möchte, dass das ja meistens nicht die besten Voraussetzungen sind, weil man ja oft gleich verkrampft da. Oder? Ich glaube, das Publikum zum Beispiel spürt so eine Verkrampfung dann schon. Man ist dann nie so 100% locker. Nein, also wenn du's gut trennst, ich kenne Leute, die so unbedingt Schauspieler werden wollten und das halt wirklich gegen viele Widerstände durchgezogen haben. Oder um aus meinem Metier jemanden zu nennen, wo man wirklich sagen kann, der hat es geschafft. Wir haben uns dann erst später kennengelernt, aber das muss gewesen sein, 85 oder so. Da habe ich den sehr jungen Josef Hader zufällig da um die Ecke auf der Kärntner Straße, wo dann die Straßenmusik alle gestanden sind, hat der auf der Kärntner Straße ein Kabarett gespielt. Der Josef ist einer, der wollte immer Kabarettist werden. Der hat in Wien Lehramt studiert und hat statt Blauen in der Wind zu spielen, sie auf die Straßen gestellt und angefangen, Dinge aufzusagen. Das war so ungewöhnlich, dass ich mir das gemerkt habe und dann ein paar Jahre später habe ich gesagt, ich weiß das tun. Ich habe gesagt, das kann schon sein. Ein Kabarettist also auf der Straße. Der Hader wollte wirklich Kabarettist werden und ist dann Kabarettist geworden und da kann man jetzt nicht sagen, dass das eine falsche Entscheidung war. Nein, das kann man nicht behaupten. Aber so, das heißt, du zählst gar nicht einmal unbedingt zu denen, die so diese abgrundtiefe Vision gehabt haben, die, ohne Chance. Man wird geleitet, der Nirvarani Michael hat mal erzählt, er hat ihm gesagt, es hat sich entschieden, so ungefähr. Also das war bei dir eher so ein bisschen reingerutscht. Ich bin tatsächlich reingerutscht. Also ich habe immer was für satirische Literatur übergehabt und habe, glaube ich, sicher 15 cm Waldingerplatten daheim gehabt und solche Dinge. Aber ich wäre tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, dass ich das mache. Also wenn, wäre es eben, wie gesagt, über das Grafische gegangen. Also ich war ein talentierter Zeichner und das erste Geld, das ich mir als Teenager dazu verdient habe, waren halt so Werbeillustrationen oder sowas. Und wenn es das Satirische mir vorgeschwebt ist, dann wäre das eher in der Karikatur oder wo gelegen. Also es war jetzt sozusagen für mich jetzt auch nicht der ganz große Umstieg, also sozusagen den satirisch-humoristischen Zug habe ich schon gehabt. Aber Bühne war mir nicht eingefallen. Mhm. Also wenn ich jetzt Profi-Motorradfahrer geworden wäre, wäre ich noch verblüffter, weil da habe ich mit 35 erst den Führerschein gemacht. Aber es war jetzt trotzdem nichts, worauf ich hinspekuliert hätte. Wie es dann losgegangen ist, es war dann eigentlich mit dem ersten Programm ist es so gegangen, dass ich dachte, okay, das ist jetzt so eindeutig eine Chance, etwas, wo ich auch gemerkt habe, das liegt mir und das kann ich und die Leute mögen das, was ich mache. Dann habe ich beim zweiten Programm gleich mal versucht, es dem ersten so unähnlich wie möglich zu machen, weil ich mir gedacht habe, das ist eine gute Idee, wenn ich sozusagen, weil sonst bin ich, wenn ich das zweite so mache wie das erste und das funktioniert wieder, dann bin ich mein Leben lang dazu verurteilt, genau das zu machen. Mhm. Und das war dafür, dass ich gerade erst angefangen habe, ein recht kluger Gedanke, finde ich. Und natürlich hat man hat seinen Stil und du hast eine bestimmte Art von Schmäh und du bist halt die Person auf der Bühne. Aber das war für mich zum Beispiel auch immer wichtig, das zu variieren. Also ich habe Abende gemacht, die waren wirklich klassische Ein-Personen-Stücke. Ich habe schon versucht, für jeden Abend einen anderen Schmäh, eine andere Dramaturgie, andere Stimmen, einen anderen Tonfall zu finden. Und dadurch gelingt es mir eigentlich auch jetzt noch, weiß nicht, 26, 27 Jahre. Ja. Ich weiß von jedem Programm, was ich mir gedacht habe, wie das gebaut war, was das speziell dran war. Also ich hatte irgendwie keine Lust, dass ich dann irgendwann einmal auf eine endlose Reihe von tagespolitischen Scherzen zurückschaue, die ich nicht mehr auseinanderhalten kann. Also für mich war es immer schon ein bisschen, obwohl ich kein großer Theatergänger und so war, aber für mich war es eine Form des Theaters und für mich war irgendwie früh klar, der Abend muss in sich
stimmen. Und daraus hat sich auch entwickelt, dass ich dann über die Jahre oft recht vertragte Dramaturgien gehabt habe, wo die Abende wirklich halt, wo jedes einzelne Teil mit den anderen korrespondiert und so. Das ist auch von Art des Arbeitens, die mir recht entgegenkommt. Hm. Ja, wahrscheinlich langfristig auch gedacht, weil man will ja über, oder muss unter Anführungszeichen über Jahrzehnte auch seine Existenz finanzieren. Ne? Ja, ich das glaub, war mir aber, das warst mit 20 nicht. Also, ja. Du kannst dir mit 20 nicht vorstellen, dass du wirklich einmal 40 bist. Also, du weißt schon, du wirst einmal 40 sein. Aber so. Das sind nette Gedanken. Ja. Du hast ja vorher richtig gesagt, irgendwie, das hast damals klug entschieden, aber wahrscheinlich eher unbewusst. Ja, so also, richtig entschieden einfach. Für ja, das war schon den Gedanken hatte ich. Also ich habe schon den Gedanken gehabt, das Zweite muss möglichst anders wie das Erste werden, weil sonst muss ich immer das machen. Das habe ich mir schon so gedacht, weil da bist du irgendwann einmal, das weiß ich nicht, da habe ich irgendwie einen Instinkt gehabt, dass dich dann eine bestimmte Form von Erfolg einfach verhaften und unfrei machen kann. Das kann dann schnell gehen, dass man auf einmal uninteressant wird, weil das geht ja manchmal sehr das schnell. Ja, das sind die zehnmal schneller als das, was man sich aufbaut. Ja. Auch also, aus der Angst raus wahrscheinlich. One-Trick-Pony, ja. Ich meine, es gibt Leute, die nicht großartig in der Form variieren und die auch fantastisch finden. Das ist eine Temperamentssache letztlich auch. Ja. Wenn jemand diesen Impuls hat, sich einfach raufzustellen und über das Tagesgeschehen halt einfach in prägnanter Weise herzuziehen, dann wird es naturgemäß formal nicht große Unterschiede haben. Und es kann aber auch super sein. Das ist ja wirklich eine Gusto- und Temperamentssache. Ich habe jetzt dafür, nachdem ich es schon so lange mache, wird es natürlich auch nicht einfacher, mal etwas zu machen, was man so nicht eh schon gemacht hat. Ja, es ist natürlich schwierig, das Rad neu zu erfinden. Dabei geht es noch. Man muss es eh nicht ganz neu erfinden, aber ich glaube, es ergibt sich immer dran, wenn man. Ich habe ja meistens so ein grundsätzliches Abendthema und wenn man das dann irgendwie durchdenkt, idealerweise ergeben sich aus dem Gedachten dann auch irgendwie Formen und das ist dann fast zwangsläufig ein bisschen anders von Mal zu Mal. Aber ich habe jetzt wirklich zwischen fast ausschließlich improvisierten Abenden bis zu wirklich klassischer Ein-Personen-Stück mit aristotelischer Dramaturgie einmal eine schöne Palette abgeschwenkt. Das heißt, ich werde, wenn ich jetzt nicht anfange, Tanztheater zu machen oder so, wäre wahrscheinlich nichts ganz Neues. Ja. Aber letztendlich bist es immer du, ne? Weil es gibt ja auch viele, die dann teilweise eine Figur verkörpern. Na, ich habe schon zwei Abende gemacht, die waren wirklich Stücke, okay, wo halt auch sozusagen die Person einen anderen Namen hatte und eine andere Biografie. Und dann sind für mich die meisten meiner Soloabende eigentlich auch Stücke. Also der Kabarettist Thomas Maurer, der da oben steht, je nachdem, wo der Abend hin soll, hat der halt Eigenschaften, die wahrscheinlich sind denen alle Eigenschaften in jedem Menschen ein bisschen angelegt, aber die halt für den speziellen Abend übertrieben rausgearbeitet. Ja. Ich glaube, davon lebt der Humor von dieser. Ich glaube, dass du sozusagen auch, es gab in den 90ern schon ein Programm, das irgendwie so ein bisschen früh mit Internet, Weltverschwörungstheorien, Paranoia allgemein sich auseinandergesetzt hat und da hat meine Bühnenfigur meines Namens schon stark paranoide und am Schluss so leicht solipsistisch gestörte Züge gezeigt, das hat sich aus dem Thema gut ergeben. Also insofern ist es jetzt nichts, wo ich mich quasi eins zu eins ausdrücken oder wiederfinden möchte, sondern es ist immer, also der Kabarettist ist für mich eigentlich ein Werkzeug, das für viele Programme besser funktioniert, als wenn ich eine Figur erfinden würde. Also auch vor ein paar Jahren, das hieß Menschenfreund. Und da war das Thema eigentlich so ein bisschen diese Neo-Biedermeierisierung dessen, was einmal das linksalternative Milieu war. Und da habe ich lange überlegt, dass es auch ein Stück wird und habe mir eine Figur überlegt. Und das habe ich dann
relativ spät im Schreiben wieder gestanzt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich, wenn ich mich da einfach aufwische, brauche ich viel nicht erklären. Ich habe ein öffentliches Image, ich bin so tendenziell ein Linksliberaler, ich bin lang genug auf der Bühne, dass ich sozusagen auch diese bürgerliche Erfolgsgeschichte, dass man mir das glaubt, dass ich jetzt Haus bauen anfange und dann sowas. Und das war dann auch einmal gedacht, na, da bin ich einfach schneller am Punkt, da arbeite ich einfach mit dem Image, das ich das jetzt oder mit dem öffentlichen Bild, das es halt gibt. Und das, was dann sozusagen Theateranteile dran sind, das schraube ich einfach zusätzlich rein. Okay. Ich stelle mir vor, Kabarettist zu sein, ist vielleicht gesundheitlich betrachtet, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber gar nicht schlecht, weil man gewisse Dinge einfach im Deckmantel des Kabarets loswerden kann, die man vielleicht sonst nicht lautstark hinausbringt. Du meinst gesundheitlich würde. Im Sinne von Psychohygiene? Der Magen nicht zum Beispiel. Vieles, was man ja hineinfrisst, hinterlässt ja langfristig körperliche Schäden, wenn man es nie los wird, so richtig. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht gar nicht schlecht ist. Da wäre ich mir nicht ganz sicher, das ist eher. Lustigerweise, diese tagespolitischen Dinge, die habe ich 15 Jahre Kolumne gehabt im Kurier. Ja. Und sozusagen dieses, wenn mich aktuell was aufgeregt hat oder das Gefühl gehabt habe, ich musste was loswerden, das habe ich lang eher in diese Publizistik ausgelagert. Okay. Also das war gerade in den 90er, waren die Programme, die waren nie unpolitisch, aber die waren praktisch nicht tagespolitisch. Also die haben immer ein Generalthema gehabt. Und da habe ich auch wenig aktualisiert, weil das also sozusagen, wenn jetzt Kabinettsumbildung hat, war für diese Programme unerheblich. Ja. Hat mir aber vielleicht als Kolumnist in der Kolumne interessiert. Dann, ja. Aber im Kabarett, so, zumindest so wie ich es betreibe, es gibt ja auch Kollegen, die dann laufend aktualisieren und dann sozusagen. Das habe ich auch einmal gemacht, das habe ich halt einmal gemacht. In der Regel habe ich so relativ geschlossene Abende, die man. Wann es nicht, wenn etwas wirklich Weltbewegendes passiert, ja. Auch nicht groß ändern braucht. Und das sind dann eigentlich schon zwei Berufe. Also da sind dann eigentlich der Autor und der Darsteller, das sind eigentlich zwei Jobs. Also da gibt es eine lange Phase des Schreibens, wo man halt wirklich ein, zwei Monate total drin aufgeht und wo dann halt eben die Verschränkungen und die gedanklichen und dramaturgischen Linien des Programms und wo halt die Witze geschrieben werden und so weiter. Und das ist nach einer Zeit lang, läuft es relativ parallel, die ersten 20, 30 Mal, wo du spürst, wo, du sozusagen so den, wo der Autor noch im Kopf mitschaut, ob alles passt und so. Und irgendwann einmal wird es ein Performer-Beruf. Mhm. Also erstens musst du schon lange nicht mehr über die Pointen lachen, was auch uncool wäre. Und es ist aber also es ist ein anderer Job. Also es ist das auf einem Darstellen auf der Bühne, dazu brauchst du eine merkwürdige Mischung aus totaler Konzentration und fast schon Absenz. Also da, ich bin jetzt bei dem neuen Programm, ist soweit, das habe ich keine Ahnung, 30 Mal gespielt. Da ist halt wirklich kein Funken Aufmerksamkeit mehr auf den Text gehen muss. Also der kommt von selber, da brauche ich nicht drüber nachdenken, das läuft ab. Irrsinnig befreiend. Ne? Und das heißt, du kannst alle Energie, die du hast, darauf verwenden, auf den Moment, in dem du es spürst. Und das ist als Arbeit relativ weit weg von der Schreibtischarbeit davor, das sind eigentlich sonst zwei Jobs. Mhm. Gibt ja oft interessant, ich tue mir Kabarett immer sehr intensiv reinziehen und ich merke oft auch, dass oft gewisse Pointen so von Phrasierungen auch leben, von Betonungen und so weiter. Ich glaube, das ist immer ein ganz entscheidende. Ja, da lernt man auch nie aus. Also das ist, ja. Wahrscheinlich auch so eine Abendverfassungsgeschichte oder wie man. Das hat auch damit, dass du sozusagen ein Gefühl dafür kriegst. Bist ja auch nicht jeden Abend gleich drauf und idealerweise findest du einen Anschluss zu deiner Tagesform und versuchst nicht, die von gestern zu reproduzieren, weil es gestern so gut funktioniert hat. Probiert man wahrscheinlich aber zwangsläufig. Ja, aber das ist meistens ein Holzweg. Also da wird es dann meistens ein bisschen gestrampft und angestrengt. Okay. Wenn du etwas wiederherstellen willst, also wenn du einfach an dem, du kannst genauso gut sein an einem Tag, wo du mehr oder grantiger bist, aber du musst das sozusagen mit ein bisschen einer anderen Energie spielen und dann geht es wieder. Ja? Ja. Aber wenn du versuchst, den total übertretenen Adrenalintag vom Vortag vielleicht genau zu wiederholen,
weil es gestern so gut gerannt ist und du hast aber heute den Schub einfach nicht, dann wirst du es künsteln und dann wird es auch nicht so gut funktionieren. Ja, ja. Das lernt man dann irgendwann auf die harte Tour. Glaubst du, dass es das Publikum spürt, so Momente, wo man vielleicht eine Pointe nicht so erwischt hat? Also nachdem ja den meisten Leuten der Vergleich, weil die meisten sehen es einmal. Gut, aber es gibt ja oft CDs, ich rede aus Erfahrung insofern, weil ich habe oft, es gibt so CDs von Kabarettisten, die man dann wirklich teilweise, wenn man Fan ist, in- und auswendig kennt. Und dann schaut man sich ja gerne einmal ein Programm noch einmal an und dann hat man das so im Kopf und dann, ich will nicht sagen, man ist enttäuscht, aber manchmal kommt es dann nicht so, wie man es so intus hat. Ja, das ist so, wie wenn man auf ein Bob Dylan-Konzert geht, ist man dann auch oft baff, wenn man die Songs erst an der Refrainzeile erkennt. Ja. Aber das muss ja fast so sein. Also einer, der ganz viel immer wieder gespielt hat, der Hader, und wenn der dann nicht begonnen hätte, das Material irgendwie zu dekonstruieren und teilweise gegen einen Strich zu spielen und das sozusagen anders zu instrumentieren, dann war der ja deppert worden. Für da sich selber bist nämlich, ja dann irgendwann einmal bist du ja eine Sprechpuppe. Und deswegen muss das auch so sein, dass sich das ein bisschen entwickelt. Ja, das variiert, ja. Ja, aber das ist ein spannendes Thema so, weil, ja gut, jeder Abend ist anders, ne? Ja, das ist halt, nein, es gibt schon, du lernst, also ich glaube, Timing ist etwas, was du schon lernst, was besser wird, wenn du viel spielst, aber das sozusagen nicht so reproduzierbar ist. Also es gibt schon so Sachen, wo du dann plötzlich nach der 50. Vorstellung draufkommst, dass ein Point erst zündet, wenn du am minimalen Abstand lässt oder so diese halbe Sekunde eine bestimmte Tonfarbe setzt und auf einmal ist es eine Pointe. Genauso wie bei jedem Programm ist es so, dass zwei, drei Sachen, wo man sich ganz sicher war, dass die total abräumen, eher untergehen und dafür sich zwei, drei Stellen als totale Pointen erweisen, die man gar nicht wahrgenommen hat, wie man es geschrieben hat. Das gehört auch dazu. Vermutlich, ja. Man hat nicht alles in der Hand. Ja, genau, aber eigentlich ist ja das genau, was auch mit auch den Reiz ausmacht. Ne? Weil sonst wäre man ja quasi Fließbandarbeiter, ja, irgendwie unter Anführungszeichen. Genau, sonst kann man es gleich einmal von einer Videokamera spielen und das dann Genau, auf YouTube. Du hast das auf der Bühne gelernt praktisch, ne? Ja. Hast du ja schauspieltechnisch oder irgendwas, nein, keine Ausbildung gar nichts gesucht? Nein, ich habe nicht einmal in der Schultheater gespielt oder so. Das heißt, du hast dir wirklich auf der Bühne deinen Stil, wie sagt man, autodidaktisch erlernt, ne? Spannend. Ja, das ist auch so rein technische Dinge wie Stimmansatz. Also ich habe natürlich auch keine Sprechausbildung gehabt. Das habe ich beim ersten Programm gleich mal mit einem Stimmbandschaden. Okay, falsche abgebüßt. Technik, okay. Ja, im ersten Programm war ich jung und gesund und groß und stark und habe halt geschrien, gebrüllt, gefistelt, Falsett, Blues-Shouting, also alles, was man einer Stimme antun kann und das ohne Technik. Und dann hatte ich relativ schnell so einen ÖDM-Knoten auf einem Stimmband, was ziemlich scheiße ist und normalerweise auch nicht weggeht. Und ich habe aber immer noch keine Sprechausbildung mehr genommen, aber ich habe es irgendwie offenbar geschafft, einfach durch, weiß nicht, Verschleißvermeidung intuitiv mir eine Bühnensprechtechnik selber, ohne dass ich habe gar nicht bewusst daran gearbeitet, ich habe irgendwann einmal angefangen, anders zu reden, damit ich nicht alles mehr habe nach der Vorstellung. Und dann habe ich Jahre später, wenn mir Spaß habe, ein bisschen so beim klassischen Gesangslehrer ein paar Stunden genommen. Und der hat mir erklärt, ich habe einen perfekten, ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist, ich habe eher einen Sänger als einen Sprecheransatz, aber okay. Der würde normalerweise ganz lang mit Leuten arbeiten, damit sie diese Verbindung, du hast ja da Resonanz und dass das in eins geht und so, das sei vorbildlich und das ist halt einfach, ja, das ist passiert, weil ich vermeiden wollte, dass ich nach der Vorstellung alles habe. Mhm. Und mittlerweile ist sogar der Stimmbandknoten ist aus, von dem habe ich jetzt da schon seit fast 20 Jahren nichts mehr gehört. Also, gut. Das ist vielleicht auch so eine Kopfgeschichte, ne, die da dann noch dazukommt. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, prinzipiell ist Ausbildung nichts Falsches. Also ja. Ich sage, wenn man auf eine Bühne geht, zumindest über Sprechtechnik, aber ist jetzt nicht gehabt habe, aber da würde ich prinzipiell jedem raten, vor allem Leuten, wenn du viel auf der Bühne stehst, ist das einfach sinnvoll.
Und Schauspiel lernen, da gibt es ja eh verschiedene Schulen. Es gibt Leute, die auf Schauspielschulen waren und sagen, sie wünschten, sie wären nie dort gewesen. Und es gibt Leute, die auf Schauspielschulen waren und sagen, das war das Beste, was einer passiert ist. Es gibt auch sehr unterschiedliche Arten, Schau zu spielen. Es gibt sehr technische Schauspieler, es gibt welche, die das auch außerhängen lassen. Da gibt es wahrscheinlich keine ganz richtige oder ganz falsche Entscheidung. Auf dich umgelegt, wie siehst du das? Glaubst du, dass man authentischer ist? Der Begriff der Authentizität ist natürlich sehr, vielleicht schon abgedroschen, aber letztendlich, glaube ich, ist es schon entscheidend, auf der Bühne glaubwürdig zu sein und die Lockerheit zu besitzen. Ist es besser für dich gewesen, eben keine Ausbildung zu haben? Für mich war es sicher besser, weil ich war noch sehr jung und ich hatte eine nicht gerade von Erfolg und Harmonie gekennzeichnete Schulzeit. Bist du Abbrecher, ne? Mehr durchgeflogen bin ich dauernd, okay. Aber es hatte disziplinäre Gründe. Und schon damals Auffälligkeiten. Ist, ja. Und das heißt auch, aber ich habe erst zu Personen, die mir was beibringen wollen, ein etwas gespanntes Verhältnis gehabt. Das heißt, ich hätte mich damals wahrscheinlich, wenn ich mich in die Hände eines Schauspiellehrers oder einer Lehrerin begeben hätte, hätte ich wahrscheinlich 70% der Energie darauf verwendet, mich dagegen zu wehren, dass man da jetzt wer was beibringt, und das hätte wahrscheinlich nicht viel gebraucht. Also für mich in der konkreten Situation war es fast alternativenlos. Nachträglich denke ich mir, ich hätte mir einige lange Umwege sparen können, wenn wir gewisse Leute gewisse Dinge bei Zeiten beigebracht hätten. Andererseits waren diese Umwege auch lehrreich. Und nachher, also anders hätte es immer sein können, aber so ja, das ich glaube, da darf man nicht. Das ja. Kann man eh nicht mehr ändern, ja. Das bringt eh nichts. Aber vielleicht könnte man das so vorstellen zur eigenen Typfindung auf der Bühne. Weil ich glaube, man ist ja auf der Bühne, muss man auch seinen Typ finden. Man ist ja privat irgendwie ein Charakter. Das sollte eigentlich ganz eins zu eins sein, ja. Ja, und vielleicht zur Typfindung ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn man irgendwie nicht zu viele Werkzeuge hat, die einen vielleicht sogar davon ablenken könnten. Das ist jetzt nur so eine Gefühlsaussage. Das kann schon sein. Ich habe mal, als ich dieses Best-of-Programm da Out of the Dark zusammengestellt habe, habe ich halt mir die alten Programme halt teilweise auf High 8 Video grünstichig nochmal angeschaut. Hochspannend wahrscheinlich. Und, ne, sie da. Und halt sogar speziell beim ersten, wie gesagt, da war ich 21, aber war ausgeschaut wie 17, und da kann man handwerklich einiges sowohl am Schreiben als auch am Spielen aussetzen, aber ich war halt einfach ein junger Hund mit einer Mörderenergie. Also das ist mir teilweise ein bisschen fremd gewesen und ich würde das so nicht mehr machen, aber ich habe verstanden, warum das funktioniert hat, weil halt einfach so eine, ich habe mich da halt richtig austobt, also das hat man einfach gemerkt, dass das Druck und Kraft und dann, obwohl vieles jetzt ein bisschen Standardthemen waren und das erste war ein Nummernprogramm und so, aber es hat eine gewisse Unverwechselbarkeit gehabt, weil ich mir einfach nichts geschissen habe und das halt, wie es mir taugt hat, rausgehauen habe. Auch relativ unbelastet eben von Überlegungen, wie wird das mein Beruf und, genau. Und so weiter. Ja. Diese Unbelastetheit, die man dann über die Jahrzehnte vielleicht dann ein bisschen vermisst. Diese vielleicht ein bisschen so scheiß man nix Mentalität, ohne den kommerziellen Gedanken im Hinterkopf zu haben, das nächste Programm muss wieder erfolgreich sein und so. Da hat man einfach gemacht. So, ne? Ja. Da muss man echt vorsichtig sein. Ich finde, das ist eine Gratwanderung. Das geht manchmal über die Jahre verloren. Na gut, die jugendliche Unbeschwertheit sowieso, verliert sich. Aber dem bei sowas ist das echt, ja? Echt, kann das dramatisch werden. Weil dann wird es zu kopflastig. Ja, es ist dann, wenn man sich davon einschüchtern lässt oder wenn man sozusagen das, was man macht, dann dem unterwirft, dann kann es giftig werden. Also ich habe 3 Kinder, ich muss ganz schön Geld haben zahlen, damit das alles am Laufen bleibt. Und insofern wäre es schon sehr ungünstig, wenn einmal ein Programm nicht funktioniert. Aber ich habe schon auch im Laufe dieser Jahrzehnte Programme gemacht, wo ich mir gedacht habe, da bin ich jetzt neugierig, ob sich das noch ausgeht, weil die eine bestimmte Form von Radikalität hatten, wo ich mir nicht sicher war, ob das in der Breite noch geht, aber man sicher war, dass ich das so machen will, und dann habe ich es, also wenn man da nicht anfängt, dass man das dann abschwächt und durch was Harmloseres ersetzt, dann so lang geht's.
dass man gelegentlich Existenzängste hat, gehört eh zum Erwachsenenleben. Zum freiberuflichen sowieso, Leben. Sowieso, ja. Ich glaube, das ist auch immer ganz ein guter Motor eigentlich, diese Phasen, wo nichts geht. Ich glaube, da entwickelt man wieder neue Energien. So. Alf Boyer hat das einmal gesagt zu mir am Roten Stuhl. Er hat gesagt, Angst ist ein guter Motor, der treibt dich an. Da wird wieder, kommt nachher viel Kreatives raus dann. Ja, was halt Angst habe, ist gar nicht so, es geht mir irrsinnig am Arsch, wenn es so eng ist. Und, okay. Aber na, ich glaube, dass ich eigentlich lieber und besser aus einer gewissen Grundsouveränität heraus arbeite, als aus einer Angstsituation heraus. Mhm. Also das ist jetzt nichts, das weiß ich, das sagen gar nicht so wenig Künstler, das ist ihr Motor, das ist Angst vor dem Scheitern und so weiter. Das natürlich hat man Existenzsorgen und man hat Angst vor dem Scheitern, aber das ist jetzt etwas, was ich nie in irgendeiner Weise als Bereicherung empfunden habe. Ja, gut, das ist auch so eine Typfrage wahrscheinlich dann. Ja. Ne? Ich glaube, auch der Glauben an sich selbst ist einfach auch, ich glaube, immer davon überzeugt zu sein, selbst wenn man weiß, okay, das Programm ist jetzt vielleicht radikaler, aber trotzdem dran zu glauben wahrscheinlich ist auch eine gute Basis. Das war für mich immer das Um und Auf und das, glaube ich, kann man allgemein empfehlen. Sowieso. Bei allem. Ja, nichts Neues eigentlich. Also, ne? Ein Beck, der weiß, was er tut, wird ein besserer Beck sein. Und, vielleicht neuerdings kann man damit sogar Geld verdienen, nachdem ja jahrzehntelang die guten Becken alle gestraft und sondern zusperren mussten. Mhm. Neuerdings ist es wieder ein Lifestyle-Artikel und du kannst für gutes Brot viel Geld verdienen. Also man muss vielleicht da lang genug dranbleiben, 10 am besten. Oder vielleicht auch die Freude an dem zu haben, was man tut. Ne? Ja, aber es war jetzt, also speziell Bäckereien, mein Vater war Bäck, deswegen habe ich das halt so mitgekriegt. Okay. Das sind halt die guten, es waren ja auch nicht alle gut, das haben die schlechten Bäckereien und die guten Bäckereien haben gleichmäßig zugesperrt, weil halt irgendwie über Preisdumping und so weiter die Leute in den letzten Jahrzehnten eine Zeit lang komplett das Gefühl dafür verloren haben, was wie Brot und Semmeln eigentlich schmecken sollten. Und jetzt ist es halt eher mal so ein bisschen Lifestyle und Bobo-Attitude, aber ich glaube, wie vieles sickert das dann langsam wieder in breitere Bevölkerungskreise ein, dass es echt zwischen diesem geschissenen Aufbackteigling, den du an der Supermarktdecke und am guten Brot einen Unterschied gibt. Ja. Lustig, dass das zum Lifestyle zuerst einmal werden muss, dass man wieder die Qualität von Nahrungsmitteln entdeckt. Ja. Neu, ne? Wahnsinn. Ne? Du hast das vorher schon kurz erwähnt, du bist ja immer als politischer Kabarettist gehandelt auch, was ja auch der Realität entspricht. Das heißt, du hast ja thematisch immer spezielleren Themen, vielleicht nicht zu einfacheren Themen entschieden. Mit dieser Entscheidung verbunden, gibt es da auch Gedanken so kommerzieller Natur, dass man sich überlegt, na, könnte ein gewisses Thema mehr Leute ansprechen, ein gewisses weniger? Gibt ja immer so diese Grundfahrtrichtungsentscheidung auch. Ja, ich glaube, die Themen, die viele Leute ansprechen, haben dann bringen automatisch mit sich, dass sie ja von vielen Leuten gemacht werden, weswegen es dann nicht unbedingt ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn man was ganz Neuliegendes macht. Und für mich ist eigentlich das bei jedem Programm das Schwierigste am Anfang, dieses Rauskriegen, worum soll es sich drehen. Also es muss irgendeine Stimmung oder ein Gedanke oder ein Gedankenkomplex sein, der mich dann letztlich intuitiv anspricht, weil ich das Gefühl habe, ja, da ist was, da will ich weiter stehlen. Okay. Das ist tatsächlich. Also es muss die Kotzen selber als Person. Und ich muss das Gefühl haben, dass man daraus was Interessantes machen kann. Also ich habe schon, wie interessiert zum Teil Dinge, die halt einfach nicht kabaretttauglich sind oder nur eingeschränkt oder vielleicht habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Aber wenn du, weiß nicht, drei, vier dicke Bildbände über barocke Gartenarchitektur verschlungen und daraus einen Abend machen, ist schwierig, da hast du sehr eingeschränkt. Ja, man kann ja schon machen. Also, dass du dann Witze über Fürst Hermann zu Bückel-Moskau machst, da hast du wirklich eine ganz schmale Zielgruppe. Aber im Prinzip ist es immer das, es gibt dann letztlich, das ist dann wieder kein intellektuelles, sondern das ist ein bisschen eine intuitive Instinktentscheidung, diese
wenn man wirklich das Gefühl hat, da ist was, wenn man so wirklich Blut geleckt hat. Und das kann aber halt verschiedene Formen annehmen. Also das wirklich das Tagespolitische, das war ja eigentlich in den 90er, wollte das ja eigentlich niemand mehr machen. Das war so nicht ganz zu Unrecht verschrien als dieses Konsensproports, Flossmann, Simpel, die Roten sind ein bisschen schlimm, aber die Schwarzen sind auch ein bisschen schlimm und alles so ein bisschen und tut ja niemandem weh. Und, also da wollte man eigentlich als ehrgeiziger, jüngerer Mensch damals nicht anstrafen. Und das heißt, meine ersten, weiß ich gar nicht, 5, 6, 7 Programme haben fast keinen tagespolitischen Anteil gehabt. Das war gerade der Aufstieg der FPÖ hat sich ein bisschen wiedergespiegelt unter Haider. Und ich habe dann 2000 mit Florian Schäuber sozusagen ganz bewusst das Gegenteil gemacht, ein explizit tagespolitisches Programm zu Echte Österreicher, und in der ersten Hälfte praktisch Jörg Haider als Figur zum Thema hatten. Da war der Florian als Haider Gast in einer von mir gehosteten so Late Show. Und in der zweiten waren es so lauter kleine so Miniaturszenen, so ein bisschen an den letzten Tagen der Menschheit orientiert. Zwei Personenszenen. Und das war ein ganz bewusster Bruch, dass man eigentlich sozusagen auch mit einem künstlerischen Ehrgeiz in die Tagespolitik wieder reingeht. Das hat, das war damals wirklich, das ist auch so, sind wir dann irgendwie ein bisschen von den Kulturseiten auf die Politikseiten und wieder retour gewandert. Und ich finde auch, dass sich seither dann die innenpolitische Situation vielleicht auch so chronisch verschärft hat, dass ich auch immer wieder ins Tagespolitische zurückgehe. Aber es war dann auch wieder eine Zeit lang so, dass ich das über die, dass ich dieses Kommentarbedürfnis über die Kolumnen gestillt habe und auch wieder weit allgemeiner gehaltene Abendprogramme hatte. Ja. Oder ich hatte dann eben das eins von denen, die, wo ich eben eine Rolle gespielt habe, als es 2003 die erste schwarz-blaue Koalition zerrissen hat und die Westenthaler und die alle zurückgetreten sind, habe ich einen Abend gemacht, heißt die neue Selbstständigkeit, und da habe ich so, weil die waren ja alle, Westenthaler ist mein Jahrgang, ja, wo ich halt einfach ein FPÖ-Buwald, den klassischen Werdegang in der Disco vom Jörg aufgegabelt, und dann bei mir war er Infrastrukturstaatssekretär mit einem dicken Dienstwagen und bis am Schluss nicht genau gewusst, was er als Infrastrukturstaatssekretär, nein, nicht am Föderalismusstaatssekretär, was er da jetzt genau tun soll, weil er lustig war. Und der dann halt so ein bisschen am Ende der Karriere feststellt, dass er aus der FPÖ nicht gelernt hat und so. Das war halt andererseits war es wirklich, das war ein sauber gebautes Ein-Personen-Stück, also es war auch wirklich kein Kabarettprogramm. Und hat aber gleichzeitig halt damals so 16 Jahre Zeitgeschichte in 100 Minuten zusammenpampft. Und dann das nächste Programm hat wieder gar keinen tagespolitischen Bezug gehabt. Niemals eine Schauspielausbildung gemacht, letztendlich aber jetzt dann doch und gerade jetzt vermehrt als Schauspieler tätig. Interessant, gell? Und ja, es hält sich noch in Grenzen, weil es, also ich würde persönlich ganz gerne ein bisschen mehr auch Film, Fernsehen machen, aber das ist ein bisschen österreichische, vielleicht ist es insgesamt so, dass du eher nur dann auf Besetzungsvorschlägen landest, wenn du schon relativ oft was gespielt hast. Und da bin ich, das werden wir sehen, ob das jetzt langsam anfängt oder ob das irgendwie als Nebenrennsal versickert. Interessiert jetzt mir aber, kann auch niemanden zwingen, dass er mich jetzt engagiert. Hat seinen eigenen Reiz wahrscheinlich dann. Kamera und Bühne sind aber komplett andere. Ja, sind andere Baustellen. Medien und es ist eben. Ich hab gern Abwechslung, also genauso wie ich gern zwischen den Soloprogrammen und Kooperationen mit anderen Kollegen. Ja, oft wechsle, passiert ich schon, ne? Mit viel Leuten gearbeitet. Ich wechsle ganz gern zwischen eben tagesaktuellen und nicht tagesaktuellen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen begonnen, zumindest meine eigenen Kolumnen zu illustrieren. Vielleicht mache ich da auch wieder ein bisschen mehr. Also ich habe das ganz gern, wenn die beruflichen Anforderungen immer wieder andere sind. Das hält mich munter. Ja, das ist nämlich eh interessant, das stellen wir immer wieder fest, gerade die österreichischen Kabarettisten landen oft auch in der Schauspielerei dann. Gell? Sind das sehr ist beliebter. Aber insgesamt gar nicht so selten. Also es gibt auch einige amerikanische Comedians, ja, okay, die irgendwann auch in
ernsthaften Filmen gelandet sind und so weiter. Das ist vielleicht, wenn, also zumindest wenn du in diese Kabarettistenliga gehörst, wo du dir eigentlich alles selber machst, wo du schreibst und wo du spielst, dann glaube, das ist eine bestimmte Form von erhöhter Aufmerksamkeit für insgesamt künstlerische Arbeit irgendwie hervorbringt, weil du eigentlich in allen Bereichen, die sonst speziell besetzt sind, also du bist halt Autor und du bist auch, wenn du Regie hast, aber hast du prinzipiell konzipierst du das Regiekonzept auch schon mit und du bist der Darsteller und damit bringt man, glaube ich, etwas von der Grundhaltung mit, womit dann wahrscheinlich auch Filmregisseure oder so was anfangen können, weil du einfach zwangsläufig gelernt hast, relativ schnell zu verstehen, worauf eine Szene hinlaufen soll und so. Also es gibt ja fantastische Schauspieler, die aber sozusagen jetzt so lange aus ihrer eigenen Emotion schöpfen und diese Figur finden, dass du dann als Regisseur wieder schauen musst, dass du das irgendwie in die emotionale oder erzählerische Struktur des Films überhaupt einpasst. Ja. Und da ist man vielleicht pragmatischer, wenn man gewohnt ist, dass man sozusagen eine Produktion von allen Seiten schon mal in der Hand gehabt hat. Ja. Viel diskutiert auch oft diese Lockerheit, die man vielleicht hat, wenn man eben gerade nicht die Ausbildung genossen hat. Das hat man da wohl am Thüringer zum Beispiel auch gesagt. Das mag sein, ja. Gar kein Nachteil oft. Ne? Vielleicht so diese Betriebsblindheit, dann zu vergessen, dass man dann glaubwürdig bleibt, weil man eben aus sich raus das gefühlsmäßig eher angeht, das Thema. Ne? Ja, ich glaube, dass man schon, also ich glaube, dass du auch, wenn du Autodidakt und Kabarettist bist, du hast auf der Bühne, musst du trotzdem mit einer größeren Überhöhung und einer gewissen Stilisierung spielen. Wenn ich, weiß nicht, im Staatssaal stehe, da sind 420 Leute drin, dann kann ich nicht ganz so spielen, wie wenn ich das vor einer Kamera spiele. Also du musst mit mehr Druck und letztlich ein bisschen künstlicher, also das Stilisierte spielen, als du es im Film musst. Also den Switch musst du machen. Aber vielleicht ist man, weil man eben nicht über die Technik kommt und nicht über die Ausbildung kommt, sondern ursprünglich schon von der grundsätzlichen Emotion, die einen dorthin gebracht hat, das überhaupt zu schreiben, vielleicht gibt es da einen Shortcut, aber wie gesagt, dazu gibt es einfach zu viele richtig gute Schauspieler, die es gelernt haben, um das verallgemeinern zu können. Mhm. Aber du hast das auch dann beim Schauspiel jetzt, wenn du dann vor die Kamera trittst, auch aus eher Bauchgefühl raus? Ja, nein, also man steht jetzt nicht ungestraft oder folgenlos jahrzehntelang auf der Bühne. Also ich habe es nie nachgerechnet, aber ich habe sicher ein paar tausend Abende inzwischen auf der Bühne verbracht. Da nimmst du schon einfach eine gewisse Instinktsicherheit mit. Ja. Die einem dann auch die man dann das Selbstvertrauen gibt, kann. Ja. Dass man einfach sagt, jetzt stellt man sich einfach mal vor eine Film- oder Fernsehkamera an. Ja, und es hatten viele meiner Programme eben so weit theatralische Züge, dass es keine Abfolge von One-Linern war, sondern dass du einfach eine gewisse Emotion über eine gewisse Spannung, über eine gewisse Zeitspanne halten musst. Und das war schon Schauspielarbeit. Also das war irgendwie eine selbstgemachte Ausbildung. Ich habe in den ersten Jahren mal immer wieder Dinge geschrieben, wo ich mir gar nicht sicher war, ob ich die der Spül und in die ich dann halt so eingewachsen bin. Und so ist dann natürlich mit der Zeit auch die darstellerische Palette ein bisschen breiter geworden. Mhm. Zum Beispiel bei den Staatskünstlern im Fernsehen, ist man da mehr Schauspieler? Oder wie? Die Staatskünstler sind überhaupt so eine Hybridform. Also da würde ich sagen, bis auf das, wo man dann Szenen spielen oder sowas. Staatskünstler sind, wenn man es analysiert, eigentlich der fast merkwürdige Fall, wo wir auch bewusst verzichtet haben, dass wir uns da als drei Typen stilisieren, sondern eigentlich ist es fast stilistisch ist eigentlich ein Solo-Monolog, der auf drei Leute verteilt ist. Also wir sind da wirklich sozusagen eine Einheit. Ja? Ja. Und da ist jetzt nicht einer der Gescheite, einer der Blöde und einer der Lustige oder was. Sondern was man meistens das tun ist eigentlich, würde. Das macht es ein bisschen künstlich, aber auch ganz interessant, finde ich. Ja, es ist eine spannende, die Zusammensetzung ist super spannend. Wenn Kritiken, wenn man radikalere Themen anspricht auf der Bühne, kommen, die kommen ja meistens zwangsläufig, gerade jetzt ist ja auch wieder so eine Phase, wo ganz lautstark oft auch
sich Menschen über irgendwas mokieren, wenn man mal seine Meinung preisgibt. Wie geht es dir da selber damit, wenn einmal... Das ist gemischt. Also wenn man... ich war lang auch, speziell was jetzt Kritiken in den Zeitungen angeht, war zum Beispiel, ich ja. lang verwöhnt. Also ich war, ich habe nicht immer den größten Zulauf gehabt. Also ich habe mich schon über einige Jahre auch ein bisschen drüber gefreut. Aber ich habe eigentlich immer super Kritiken und eine gute Nachricht gehabt. Und hatte aber auch jetzt vor annähernd 10 Jahren, das ist auch primär so total in die Hosen gegangen. Also das war eine Ausweichlocation und es war laut. Und ich war total übermüdet, weil wir es für in der Früh noch Licht gehängt haben und der Raum war schrecklich und es waren 2, 3 technische Sachen in dem Programm noch nicht gelöst und es ist überhaupt keine Atmosphäre aufgekommen und die Premiere ist einfach in die Hosen gegangen und da habe ich zum ersten Mal relativ geballt lauwarme bis schlechte Kritiken gekriegt. Das ist dann schon irritierend, wenn man es nicht gewohnt ist, aber weniger wegen des persönlichen Kränkungsfaktors, weil in dem Fall habe ich auch gewusst, dass weiß man ja, warum, da ist jetzt wirklich viel Scheiße zusammengekommen. Alles schief gekommen, ja. Und ich war sicher an dem Abend auch nicht wirklich gut, weil ich war dann einfach gegen Ende des Abends schon halb im Delirium. Aber da stellt sich dann natürlich die Frage, Hilfe, wird mir das schaden, wird mir das, was heißt das, muss ich nächstes Jahr schon wieder ein neues Programm schreiben, weil das nicht funktioniert und so. Also das ist dann schon unangenehm. Wenn einmal wem was nicht gefällt, oder wenn man irgendein anonymer Trottel auf Facebook irgendwelche Drohungen oder Frechheiten schreibt, das kratzt mich passiert? Wenig. Ja, natürlich, ich meine, für das ist ja das Internet erfunden. Ja, okay. Aber ich meine, klar, als Person ist das natürlich, klar, man lacht drüber, aber lustig ist das in dem Moment wahrscheinlich auch nicht. Ne? Wenn einer droht oder so, hört man ja öfters. Ne? Ja, aber das habe ich... Das lasse ich nicht in die inneren Persönlichkeitsschalen. Das okay. Kann man sich an sowas gewöhnen, unter Anführungszeichen? Schwierig wahrscheinlich. Ja, es ist halt so wie, es ist im Prinzip genauso widerlich, wie wenn ich halt, keine Ahnung, mal die Postings auf der HC Strache Seiten durchlese, wo ja teilweise auch der lichte Wahnsinn sich grammatikalisch unglücklich artikuliert. Es ist schon eine Art, dass du mit solchen Hassausbrüchen und Leute, der vernagelt hat, konfrontiert bist, ist irritierend. Wenn es dich persönlich angeht, ist es vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber nachdem ich kaum in die Situation gekommen bin, dass das irgendwie persönlich war, also einmal bin ich in Kärnten von einem Parksofen angeschnickert worden. Die linke Bazüle. Das war ein bisschen mulmig, weil ich dachte, da sind doch 3, schauen wir mal, was daraus wird. Ist dann aber eh glimpflich verlaufen. Aber einfach weitergegangen, oder? Also ja, du bist die einfach. Die haben mit ein bisschen Gepöbel gut sein lassen. Das ist dann schon, da betrifft sich schon unmittelbar persönlich, solange es schriftlich bleibt. Ja. Das ist irgendwie nicht so greifbar, ne? Es ist so. Ja, das aber ist das hat auch wieder... Bei der Kolumne habe ich dann auch halt anonyme Briefe und so Scheiße, aber das ist der Moment, wo du in der Öffentlichkeit stehst, ist das so. Ja. Kommen die dann an deine Privatadresse nach Hause oder an die Redaktion? Ich bin ganz normal im Telefonbuch gestanden. Ach so, okay. Ich habe nie großartige Geheimhaltungsstrategien verfolgt, beziehungsweise sonst schicken sie es an die Redaktion und die haben es mir weitergeschickt. Mhm. Ist aber wahrscheinlich halt was, womit man dann auch rechnen und umgehen lernen muss, wenn man sich so lange auf Papier bleibt. Also ich weigere mich auch, mich jetzt von sowas deppert machen zu lassen. Also ich glaube, wenn irgendetwas in der Art einmal in mein Leben näher rückt, dann werde ich es eh merken. Aber ich werde es nicht verhindern können, indem ich mich vorher schon vier. Ja, ja. Also und das Einzige, wo ich wirklich halt... Als so Anfang der 90er die Briefbomben unterwegs waren, habe ich zumindest, wenn ich das Postkastel aufgemacht habe, den Buren 2 Meter beiseite gestellt. Aber sonst, da bin ich mir auch schon ein bisschen komisch vorgekommen, aber jetzt, nachdem das ja ein bisschen willkürlich war, hätte ich theoretisch irgendwie schon auch auf dessen Wunschliste
landen können. Ja. Das weiß man. Also, ja. Ja. Ja, Wahnsinn, was man in Kauf nehmen muss. Weil sie aber da sozusagen im unmittelbaren Bekanntenkreis, also die Mutter von der Resetaritz hat ja auch, nämlich gar nicht die Resetaritz selber, sondern die Mama. Genau. Bombenprojekt, ja. Und so. Da hast du dann schon das Gefühl, also nachdem ich auch den Lukas in der Zeit relativ oft getroffen habe, das ist in deinem unmittelbaren. Genau, da denkt man, da könnte es dir dann auch schon passieren. Ja. Ne? Robert Balfrat hat mir auch erzählt, dass er Morddrohungen bekommen hat in seiner Zeit. Ja, und so. Ja. Ja. Ist schon echt schon arg eigentlich, ne? Was man dann entscheidet, man sich fürs Herz beruflich, was einen Spaß macht und dann muss man sich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Ne? Ja, ich meine, das gibt halt, also das frustrierte Potenzial ist hoch und das geht dann grundsätzlich, wer immer in der Öffentlichkeit steht, also ich vermute, dass auch eher unkontroversiellere Personen, wie weiß nicht, die Ingrid Thurn herkriegt, sicher auch, die hat sicher schon mal einen Stalker gehabt und die hat sicher auch schon Drohbriefe gekriegt, einfach weil sie im Fernsehen ist. Das ist leider so. Mhm. Wir sind gerade ein bisschen negativ unterwegs, ja, zum Abschluss. Aber mein Gott, das ist auch die Realität, ne? Eines, gibt's auch, ja. Eines Künstlerlebens. Das Einzige, was ich eher gefährlich finde, ist, dass sie gerade durch die Social Media, diese Facebook-Gruppen und so weiter, dass sich eine bestimmte Form von total irrationaler, paranoider Aggression gerade so ein bisschen als fast Lifestyle durchzusetzen ja, beginnt. Das finde ich ernsthaft beunruhigend, weil das irgendwie eine ganze Gesellschaft irgendwann einmal ein bisschen ins Kippen bringen kann. Und wir haben jetzt ein Nachbarland mit Ungarn und Polen, die das jetzt mehr oder weniger als Staatsform betreiben, nationalistischen Geifer. Ist nicht ausgeschlossen, dass das bei uns auch kommt. Davor habe ich mehr Mulm, als dass man irgendjemand einmal einen Drohbrief schreibt oder ein Hundstrimmel mal hinter die Windschutzscheiben zwickt oder man Stein noch hat. Ich frage mich ja immer, wo die Leute früher die Kanäle oder die Ventile hatten, weil heutzutage hat man so das Gefühl, das Internet ist so das neue Ventil teilweise, ne? Aber ich meine, ich glaube nicht, dass sie da die Gesellschaft zugrunde legen. Ja, wenn man so als zivilisatorischen Fortschritt interpretieren will, könnte man vielleicht sagen, früher haben sie einfach die eigenen Kinder gehabt, das ist aus der Mode gekommen, jetzt müssen sie sich woanders orientieren. Ja, schauen wir mal. Ja, das ist jetzt ein schöner Abschluss eigentlich. Ne? Nein, so schön ist es. Na, Thomas, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ein wunderbares Gespräch. Wir sind ja im Internet, ne? Wir sind im Internet. Das, was wir hier jetzt besprochen haben, wird im Internet ausgestrahlt. Das wäre drunter wahrscheinlich eher eine Kommentarleiste. Zu 100%, genau. Ja, kann man schauen. Schauen wir mal, was passiert mit den Kommentaren. Vielen Dank fürs Gespräch. Die Rechtschreibregeln wenigstens einhalten. Ja. Liebe Leute, danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Der traditionelle Abschluss, das würde mich freuen, abonniert den Roten Stuhl, den Kanal von Media Groove, denn wir haben immer die coolen Gäste, Thomas Maurer heute, und es wird auch zukünftig noch immer coole Leute geben. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Bis bald. Ciao.